Greetings, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es Schätzfragen. Wer näher dran ist, gewinnt. Und der Gewinner darf sich ein Trikot seiner Wahl von JD Sports aussuchen. Wird auf jeden Fall wild. Ich habe hier meinen Favoriten neben mir, meine beiden Favoriten. Wir beide machen heute den Underdog, aber die Underdogs können auch manchmal gewinnen. Lass einen Daumen da, lass ein Abo da. Sagen. Er macht sich komplett klein und sie ist komplett anderer Meinung. Anhand des Blickes haben wir direkt gemerkt. Sie ist so confident. Okay, also ich bin Underdog. Das spreche ich nur für mich. Komm, wir gehen rein. Wie viele Schnurrhaare hat eine Katze durchschnittlich? Oh. Ja, entweder muss man jetzt... Auf beiden Seiten? Nicht gucken, ne? Nicht gucken. Solche Fragen, dann... Auf, was war die Frage? Wie viele Schnurrhaare hat eine Katze durchschnittlich? Ohne gucken, Leute, ne? 4, 3. Okay. Halten alle gleichzeitig rein? 3, 2. Wir müssen, glaube ich, trotzdem noch laut sagen, was wir haben. So. Was habt ihr? Erzählt mal. 80. 70. 80. 16. Ah, 70 habe ich. 24. Ja! Wie viel? Oh, ich wollte das 30 Nein, du hast keine Katze zu Hause. Lachen die mich aus, ey. Ich wollte das 30 Die verlieren machen. Regelmäßig Schnurrhaare. Wie können die 24 haben? Dann haben meine ja gar nichts mehr. Aber wo hast du da 80 Haare gesehen? Ich dachte eher so 6 bis 8 oder so. So kleine dazwischen sind. Ja, das ist klein auch zwischen. 1-0. Raketzi. Wie lange dauerte der 100-jährige Krieg? Hat ja was anderes als 100? 150. 116 Jahre. Ah, was habt ihr alle? 100. Haben wir alle einen Punkt außer du jetzt schießt den Unentschieden. Ich wusste, der hat mehr als 100. Deswegen war ich mir sicher, ich muss höher gehen. Aber ich schon für den Gedanken, als du einen Punkt kriegen müssen. Ja, aber stimmt, bringt halt nichts. Stimmt. Aber bringt halt nichts. 1-1-1-1. Ja. Das ist nämlich das Ding. 100-jährige Krieg ging aber nicht 100 Jahre. Hätte ich mal 101 gemacht. Boah. Wie viele Tore schoss die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2014? Der weiß das, der gerade redet gerade aus. Ich kann nachrechnen, glaube ich. 5, 4, Schiene Druck machen. 3, 2, 1. Okay. Ja, wurde jetzt nichts mit zählen, weil er Druck gemacht hat hier, der Moderator. Sonst hätten wir vielleicht zählen können. Aber ja, komm, das rein. Wir haben keine Zeit zu zählen. Wir müssen jetzt einfach rein. Zeigt einfach. Was und rein da. Alter. Ich habe 16. Ich habe 24. Ich habe 23. 15. Oh. Danny, wir teilen uns den Punkt. Bitte. 16 war knapp. Ja. Wie viele Zimmer hat das Weiße Haus? Wie viele Zimmer hat das Weiße Haus? Ja. Ich bin so gespannt, ob ich komplett daneben liege. Ich habe 67. 249. 51. 95. 100 132. Irgendwas. 132. Hä? 132. Was hast du, Danny? 95. Boah, stark. Ich hätte gedacht, irgendwas stark, um die 100, stark. Aber ich wollte ein bisschen drunter sein, falls jemand anders 100 sagt. Kann dir kurz einen Zwischenstand? Ich wollte Zwischenstand nur mal sagen. Ja, ich habe 3 Punkte. 2-1-1. Ich wollte nur mal sagen, wer hier der Favorit ist und der Underdog ist. Um meine These nochmal hier zu bestätigen, Freunde. Es ist so. Wie viele Sesamkörner hat der durchschnittliche McDonald's-Burger? Ach, kenne ich mich aus. Anyway. Da kenne ich mich aus, sagst du. Sesamkörner. Digga, wer zählt sowas? Was hast du denn hier verloren? Ich fange immer morgens um 3 an, dann zähle ich die Sesamkörner. Okay, ich habe meine Antwort. Ich glaube. Digga. Er sagt, ich glaube, als wärst du was. Das ist viel weniger, ne? Hey, sag immer keine Tipps da. Ich hab schon fertige Zeit. Das ist unsere Antwort, Freunde. Jazz? 120. 200. 170. 32. Wo jetzt? 32? 178. Und genau deswegen bin ich übergewichtig, Freunde. Lass ihn doch. Hast du den Punkt geholt? Was laberst du? Oh mein Gott! Das sind 32? Ja, da sind doch voll wenig Körner. Ich zähle immer nach. 32? Digga, keine Ahnung, ich gehe nicht zu McDonald's. Oder ich zähle die doch nicht umsonst immer. Ey, wie hast du jeden Tag Burger? Ja, aber hast du schon einmal Sesamkörner auf Burger gesehen? Ich auch nicht. Ich schon, immer im Mund. Komm. Wie viele Städte mit dem Namen Berlin gibt es in den USA? Wie viele Städte mit dem Namen Berlin gibt es in den USA? Wir ändern eh nicht. Ich sag dazu nichts. Nein, ich will nicht zeigen. Okay. Ah, ist schlau. Ich glaube, das könnte sein. 3, 2, 1. Also entweder war das eine Scherzfrage. Ja, das ist die Frage. Hast du locker 0? Ich habe 0, aber das ist, es gibt alles. Hier gibt es auch Manchester, Brüssel, es gibt alles. Ich habe 1, deswegen aufgeschrieben. Es war 0 oder sowas krasses. Fragestellung. Ich habe 13. Ich 31. Oh, nein! Da ist er! 3 Punkte. Als ob. Wow. Zwischenstand 3. 3, 1. Ey, was haben wir einfach unentschieden? Wir beide, ne? Trikot. Wir beide. Jeder eins. Also lass uns nicht mal, okay. Bruder, komm. Wie viele Tage wartet ein Bundesbürger in seinem gesamten Leben durchschnittlich an roten Ampeln? Alle Durchschnittsbürger oder die einen Führerschein haben? Ein Durchschnittsbürger. Aber an roten Ampeln ist auch Fußgänger. Ja. Ach, schlauer.
Danke. Oh fuck. Ich bin so oh mein Gott, so dumm, Alter. Tage, Bro, das ist so schwierig. Ja, ne? Okay, ich hab. Nee, warte, ich muss noch mal bearbeiten. Okay, ich hab auch. Okay. Es könnte jetzt so krachen. Es könnte so reinkrachen. Ich frage schon. Okay, 3, 2, achso, ihr habt schon. Ich fange an, ich habe 101 Tage. Ich habe 101, ich mal ein halbes Jahr, Digga. Eine Minute pro Ampel oder so und ich stehe am Tag 10 Mal an Ampel. Ehrlich, man kann lange da stehen, ne? Durchschnittlich. Ich hab 90. Was habt ihr? In Hamburg steht man lange an Ampel, also 400 Tage. Kann sein, kann alles sein. Jess? 90. Ich hab 14. Was ist die Antwort? 14. Ja, nein, 14, Digga. Ey, 14 Tage. Das sind 2 Guck mal, er hat sich zum Underdog gemacht, er führt. Ich führe 4 Punkte, Digga. Jetzt go, drück mit mir, ey. Gelesen, aber ist ja egal, fürs Video, es waren 14. Es waren sogar 14, genau? Oha! Digga! Wie alt werden Krokodile im Schnitt? Ich hab. Wusstest du es direkt? Ich hab so. Ich hab was gesehen, aber. Weil du so. Okay, ich hab. Ja, ich weiß es nicht, aber kann sein. So wie ihr lernt. Ich erinnere nicht. Das ist einfach nicht schlecht, würde ich sagen. Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob es. Ja, doch, ist nicht schlecht. Musst du noch rechnen? Ja. Okay. Hast du? Okay. Hat jeder? Ja. Und los. Ich hab 370 Jahre. Ich hab 90. 69. 248 Jahre. Ist 370 so viel, oder was? Warte, was? 370 Jahre? Ja. Ist doch Schildkröte. Ist aber keine Schildkröte. Ja, aber ich dachte, das ist wegen Reptil und so. Wie alt? 70. Oha. 69. Genau, da ist das unentschieden. Das heißt, wir beide bekommen ein Trikot von JD Sports. Einen Gewinner muss es doch geben, oder nicht? Hey, wir haben doch gerade gefragt. Zwei Trikots? Hey, wir sabotieren jetzt. Okay. Hey, mach doch Tschüss. Nein, das ist doch völlig okay. Wir beeinigen uns. Wir beide haben das Ding hier gewonnen. Wobei, ich bin auch für eine Stechfrage, glaube ich. Ja. Also wir würden uns auch den ersten Platz teilen. Das ist wie Gold. Ja, Olympia! Auch. Haben wir auch zwei Gold. Aber das ist auch kacke. Can we have two gold? It's possible. So Freunde, Finale zwischen mir und Danny. Wir bekommen jetzt eine Frage und der Sieger bekommt das Trikot. Underdog gegen Favorit, wie ich gesagt habe. Finale. Dadurch, dass nur noch Danny und Heisen übrig sind, nehme ich jetzt eine FIFA-Frage mit rein, beziehungsweise EFC 24-Frage. Könnt ihr beide wissen, jetzt schon einpacken. Das wird, glaube ich, ein knappes Ding, denn die Frage ist, wie teuer ist der teuerste Spieler in EAFC momentan? Und da schreibt ihr bitte beide eure Antwort auf. Oh, Ding. Das Ding ist, das ändert sich stündlich. Der kann gerade nur einmal auf dem Markt sein für 15 Mio. Also. Das heißt, es wird safe einen Gewinner geben, das ist ja klar. Ja, habe ich jetzt verloren. Ich weiß nicht, wer der teuerste ist. Es geht nicht, wer, einfach nur Zahlen. Ja. Eine Zahl. Das kann alles sein, das ist einfach rad. Ich hab, Bruder, Herz. Also das zählt natürlich als Mio. Ist natürlich selbstverständlich, dass wenn ich jetzt 5 schreibe, dass es 5 Mio. Nein, wir sind weit auseinander. Zeig mal her. Warte. Oh mein Gott, Bruder. Ich schwöre, ich hab, Digga. Leute, guck mal, was wir haben. 9,2 und 9,26. So. Das ist richtig random. Und damit löse ich auf. Der teuerste Spieler in EFC 24 ist R9 und kostet 8,75 Millionen. Wirklich, Bruder, jetzt. Ich hab's sogar überlegt. Auf die Idee, noch so eine zweite Nachkommastelle zu machen, das ist ja so random. Glückwunsch! Der haben die Gewinner hier. Trikot darfst du dir aussuchen von JD Sports. Okay, Leute, wir sind in Las Vegas. Sieht auf jeden Fall fresh aus. Hier ist auch der JD Store. Mal gucken, ob die Trikots haben. Mal gucken, welches ich nehme. Die Entscheidung ist gefallen. Muss natürlich ein LA-Trikot sein. Wenn wir schon bei Lakers waren, natürlich bei Lakers. LeBron, Legende. Fertig, das hätte ich auch gerne gehabt, bin ich ehrlich. Leute, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Faire Verlierer sind wir. Seid das Trikot gegönnt. Nächstes Mal gewinnen wir, ne? Nächstes Mal auch wir uns das Ding. Leute, macht's gut, haut rein. Ciao.